In diesem Gemeindebau leben an die 2000 Menschen. Etwa ein Drittel soll nach Angaben der Gemeinde Wien Zuwanderer sein. Dass es nur so wenige sind, glauben die meisten hier aber ohnehin nicht. Verzeihung, wie schaut denn das Leben aus im Gemeindebau? Entsetzlich. Bitte, lieber Herr, ich wohne auch 50 Jahre da. Entsetzlich. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich muss gleich warnen. Ich reg mich so auf. Katastrophe! Geben Sie mir eine Pistole in die Hand. Geht's bang, bang. Bin die Massenmörderin. Weil ich wäre es da schon in diesem Bau. Es ist eine Katastrophe. Jede Wohnung, was leer wird, kommt ein Österreicher rein. Kein Inländer mehr. Ich zähle mir als Inländerin. Und die anderen sind die Österreicher. Aber es ist eine Katastrophe, was da jetzt schon wird. Ja? Da Ballspiel im Hof verboten. Na eben, und warum stehst du dann schon wieder mit dem Ball da? Ja, dass du wieder Ball spielen da darfst. Sie sehen eh, wie lachen, wir sind freundlich. Ist zum Schmeißen. Es ist erstens so. Punkt 8. Gängen kleine Kinder rüber zum Bau, machen einen Lärm bis 10, 11 ohne Begleitung. Wenn man an Eltern dabei sind, okay, sage ich nichts. Aber die Quitscherei und das alles, Fußball spielen, was verboten ist, Radfahren und das alles, das ist ja nicht mehr normal. Der kleine Bub mit 5, 6 Jahren zeigt mir den Finger, ich bin 61. Ne? Kann leider nicht mehr raus, weil sonst kriege ich den Watschen. Hm? Und wenn es den auch nicht gibt, dann bist du da. Und die können sich nicht anpassen, wenn sie dir ein bisschen nur anpassen. Und dann sage ich noch, aber die Kinder leben in drei, vier Jahren sind wir die Ausländer. Ne? So schaut es aus, überhaupt da herinnen. Da ist das mit dem Fußballen spielen und da ist Radfahren. Verboten. Nicht, dass wenn Kinder normal da spielen. Sie Fußball spielen ist verboten. Was? Leben ist auch verboten. Ha? Und Schaufeln bei Mistgiebel und Kinder zu beschimpfen ist auch verboten. Ihr steht da von 6 in der Früh bis 18 am Abend. Du bist jetzt ja, ich nicht bin doof, denn wir, sind, wir haben nie gemeinsam getrunken. Du bist ein bisschen doof. Ja, ich bin doof. Gut. Und Sie sind ständig betrogen. Und so müssen wir sie beschimpfen lassen. Okay, mein Mann hat heute 3 Bier getrunken. Was soll das? Können Sie mal da 4 auf die Öfer stehen? Wollen Sie mal was sehen? Ja, schauen Sie sich das einmal an. Wer war das? Wer? Da kommst der Mölzi da bei mir und sagt, hallo, ich hab das da hergehauen. Das ist doch ganz logisch, es war keiner. Ne? Fragen Sie mal irgendwem, da wird ja jeder sagen, ich nicht, ich nicht, ich weiß von nichts. Ne? So ist es. Das war ja ein Paradies, ein kleines Wort ist doch, nicht? Aber heute, nein. Es sind schon sehr viele Österreicher ausgezogen. Warum sind die ausgezogen? Wenn ich das. Warum? Nur ein bisschen. Das fragen Sie noch. Wegen einem Lärm. Schon aggressiv. Ich kann das gar nicht mehr sagen, wie mir ist. Sag's mir ehrlich. Und ich verstehe die Eltern nicht. Was denn Sie sich denn wünschen da für Ihre persönliche Situation im Gemeindebau? Für meine persönliche Situation würde ich mir wünschen, dass ich da ausziehen könnte. Ich bin überhaupt nicht ausländerfeindlich, aber wenn es länger in dem Bau wo's wohnst, wirst das. Weil da heißt immer, wenn irgendwer streitet und wir Österreicher sagen irgendwas zueinander, heißt gleich wieder, ja, wir sind ausländerfeindlich und wir sind rassistisch. Und das ist nicht so. Einmal im Jahr, meine Mutter geht mehr arbeiten als ihr alle zusammen. Weil geht deine Mutter hackeln. Nein, ihr lebt von Sozialhilfe. Ihr habt deine Mutter und deine Mutter weiß man. Meine Mutter ist auf Karenz, hallo? Schön, wie oft ist deine Mutter schon auf sie Karenz? Sie hat gearbeitet. Ja, wann hat sie gearbeitet? Das geht nicht überhaupt nicht. Meine Mutter arbeitet viel mehr als ihr alle zusammen. Ja und? Und ihr könnt, meiner Mutter nicht zeigen, sie tut nichts. Bruder, der hier herumscheißen, alles mögliche. Und das hat mich bedroht. Was hat er dich bedroht? Wenn er zu dir gesagt hat, du sollst dich heimschleichen. Du könntest dich alle wieder heimschleichen. Dort, wo sie herkommt, sind die Zuschauer, die Türkei. Was, wenn ich? Hast du das Mundgeruch? Weißt du was? Wir brauchen euch da nicht.
Ja. Lieber behindert als ein scheiß Tschusch wie du. Ich bin kein Tschusch. Na sicher ich bist du ein Tschusch. Ist sehr doch. Ein Tschusch. Bei mir ist jeder ein Tschusch, der was kein Österreicher ist. Was willst du machen? Ja. Ich bin ein Österreicher. Bist du der Stadt mit du ja, du bist doch Österreicher. Ich habe mir da unten das Gewehr. Da habe ich mein Schlafzimmerfenster. Am 11. auf die Nacht, ein Wirbel, bam, bam. Hab ich gesagt, ist jetzt eine Ruhe? Alter, komm runter, hast kleine. 13-Jährigen. Aber keine Zuwanderer, oder? Zuwanderer. Da müsst ihr heimfahren. In die Zuschauer. Das ist nicht anders. Geh weg, fahr du heim. Droht mein Vater dem Florian, ich schlag dich oder so? Droht das mein Vater dem Florian? Hab ich die droht? Oder meine Mutter? Macht hab sie die, das? Hab ich die droht? Das war unabsichtlich, weil meine Schwester ja, deinem Kleinen. Wenn ich die droht hab! Hab ich die gefragt? Sehen Sie was? Ja, hast du. Wann? 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 Fragst du wann? Wann? Fragst du noch? Sie machen das jeden Tag. Das Lehren kannst du gewinnen, das sage ich dir. Und außerdem in Österreich wird Deutsch gesprochen, nicht? Wir reden Deutsch! Du musst ja genug eine andere Sprache haben, okay? Wir sind türkisch. Das braucht es nicht, ausländisch reden. Wieso? Wieso nicht? Wieso? Wir sind hier frei, okay? In der Schule vielleicht nicht. Aber hier sind wir frei. Wir bezahlen genauso die Miete wie ihr alle. Wir haben genauso das Recht, draußen zu sitzen, alles zu machen. Ihr macht eure Pflicht nicht als Hausbesorger. Nein, ich sag, wir machen wir nicht. Ich hasse euch. Scheiß Spott. Ja, scheiß Türken, oder? Türken, bitte nicht am Arsch, du Hure. Ja, selber, du Hure, oder? Geh am Strich, was ich höre. Er arbeitete seit 20 Jahren in Österreich. Er ist eh. Ausländer gestohlen, oder was? Ah. Ich geh arbeiten. Ja, ich gestohlen, ne? Ausländer gestohlen, ne? Aber was? Mein Frau geht auch arbeiten. Seine Frau auch gerne arbeiten. Seine Liberale. Ja, sie geht ja nicht arbeiten. Vielleicht krank, vielleicht Krankheit oder. Wie kann ich sagen? Man verlässt oder Herz oder. Wie kann ein bisschen WWE und schon zu Hause. Wir wollen Probleme haben, aber wir machen Probleme. Ja, aber wie kann ich sagen? Wir sind kein Scheißen. Wir wohnen hier. Wir haben alle Rechte. Jeder soll das wissen. Wir haben Stadtbürgerschaft. Wir geben Kraft in Österreich. Unsere Kraft. Auf! So wie in Österreich und Österreicher. Wir sind gegen niemanden. Aber die gehen gegen uns. Das dürfen sie nicht machen. Wir sind der Mensch. Türk, Jugoslaw, egal. Mensch ist Mensch. Gott ist eine. Genug, Schluss jetzt! Alle sollen hören, da drüben sitzen! Okay? 5 Jahre haben sie uns fertig gemacht, aber wir lassen nicht mehr! Wir lassen das nicht! Schau, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe! Sieht man schon, was ist das? Sieht man schon! Machen Sie so und überlegen Sie gut, bitte! Wenn mich hört! Mein Mann arbeitet 6, 7 bis 5 Uhr und er kriegt 9.940 Euro. Was ist das? Aber trotzdem, wir sagen immer Gott sei Dank.